Okay, Chet, Daily Dose, let's go. Daily Dose of Internet. Bro, what the fuck? Okay. Hey, Macha? Why do you keep looking at me, fam? Blow out your candle. Digga, der Bro hat überhaupt keinen Bock auf seinen Geburtstag. Also gar nicht. Er denkt sich so, was soll dieser Scheiß? These YouTubers opened a fake noodle restaurant. They gave everyone cheap, instant ramen noodles, but served it in a way to make it look fancy. You know, you go to so many different ramen places, they all sort of taste the same. Everyone can tell it's unique. How much would you pay for a bowl of ramen like this? Be honest, when you're dead on this. With the experience, 45? Yeah. Das ist krank. Da sieht man wirklich, dass Leute einfach irgendwas labern und sich von außen beeinflussen lassen. Digga, wer tut nach so einer Wasserrutsche, Chat? Wer tut nach so einer Wasserrutsche einfach ein abruptes Ende? Also da kannst du doch dir nur Beine brechen. Digga, diese Rutsche, diese Wasserrutsche hört einfach auf mit so einem 50 cm Abstand zum Betonboden. Bro, und dahinter steht ein... Dahinter kommt dieser eklige Rutschboden mit diesen Nopsis. Wenn du da ausrutschst, hast du überall Schramm. Und dann steht da eine verfickte Feuertonne. Wollten die da Menschen töten? We're going all three times. Okay, der ist valid. This kid pretended to be a mannequin in a clothing store. Because this is about more than business. The industrial products you need. Er sah halt einfach nicht wie ein Mannequin aus, I'm sorry. For some reason, this guy's car is full of bees. Be yourself. What the fuck? I think he's a professional water taster. Er chillt einfach mit paar Bienen. Is it good? Like a gentleman. This poor donkey was self-conscious about how he looked on camera. What you see in the mirror is just your perception, okay? It doesn't have to be like that. Und deswegen sind Esel einfach die geilsten. Esel sind so cool. Guck mal, wie der andere Esel da hinten kommt noch. Other people see you differently. Don't take it to heart. And also, the camera... Ah, das ist gar kein Esel, das ist ein Pferd da hinten. Pottenkleines. Apparently. A fan was doing a unique dance, so the entire arena decided to join in. Was ist das für ein Goofy Art Dance? Oh. Junge, das ist eine Maine Coon. Das ist eine Maine Coon. Die ist so prankig. Alter, dieser arme kleine Guinea-Pig. Oh. Geh runter davon! A wild coyote found some dog toys in the backyard. Oh, ein Coyote. Junge, wie geil. A donkey escaped from a farm and decided to join an elk family. I just bumped these elk. Da ist schon wieder einfach ein Esel in dieser... Digga, ich schwöre, Esel. Ich will einen Esel haben, Chat. Ich will irgendwann Esel. Er denkt, gehört dazu. Er denkt, er gehört dazu. She just woke up after having a colonoscopy. I don't know if I have to. Digga. Da kam so viel Luft raus. Danke dir, gut. Gut, Chiller. I never. Was war das? I never in my life seen a donkey and a dog be best friends. Wie süß, was? The car behind the cameraman was honking because this SUV wasn't moving. This sucks too. Traffic is like so.
the car behind me. They want this car to pull out and they can't pull out. They got tired of waiting and decided to jump to the front of the line. Oh, and it was a cop! And it's on my dash cam! What? So gefickt! Yo! Respectable, Alter. Holy shit. Actually, Johnny Joestar. Actually, Johnny Joestar. I just found out that cats are scared of cucumbers. Das ist so weird. Das check ich nicht. Ja, weil die denken, es sind Schlangen. Ja, aber ich check das nicht. Bring your butt here! I guess. Hä? Warum prepared er so seinen Arsch? I never realized how uneducated I was about the process of making soy sauce. Was? Wait, what? So wird Soja. This lion didn't like how close his safari jeep was. Oh. Yeah. It was her very first time going through a car wash. Digga, das war wirklich eine der verstörendsten Dinge in meiner Kindheit. Diese, ich glaube, da hatte ich schon eine Panikattacke als Kind. In so eine, das ist einfach so ein Kindheitstrauma bei mir. I found a really polite and patient cat. Digga, die modelt ja richtig, hä? Digga, die modelt, damn! And of course, his entire feed is just monkeys. Was? Der weiß, wie man TikTok benutzt. This artist can make 3 drawings at the same time. Ja, das ist halt leider echt geisteskrank, ne? Wie geht sowas? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, Digga. The new US mail trucks are really goofy for some reason. It really took her 5 business days to fall down. Hey, Digga, was macht? Damn. That is the end of this video. Are we hoping? Ich schwöre, das war vor 2 Tagen in Köln, Chat. Enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Es sah wirklich so aus, das war so heftig. Hello, everyone.